Wer wird Bundespräsident 1995? Plato wollte den Staatsmann als Philosoph. Bayern liebte seine Monarchen. Amerika holte ihn aus Hollywood. Der erste Dichterpräsident kam aus dem Osten. Macht Deutschland nun seinen Kabarettisten Nummer 1 zum ersten Mann im Staat? Würden Sie den Mann zum Bundespräsident wählen, wenn er denn kandidieren würde? Nein. Nein. Finde ich keine schlechte Idee. Ja. Nein. Ja, auf jeden Fall. Nein, nein. Also, er ist für manche Dinge nicht geeignet. Ja, aber natürlich. Wieso? Er ist hinreißend. Ich glaube, er hat zu viel Spott für die Menschheit übrig. Nein, weil er mir zu destruktiv ist. Ist er ein sehr, sehr ernster Mann. Also ich glaube, er wäre ganz gut. Ich denke, dass zwar Witz und Charme gut ist, aber es reicht nicht für den Bundespräsidenten. Wir hätten was zu lachen. Klug ist er auch, Durchblick hat er auch, die Scheiben wischt er ebenfalls. Keine schlechte Idee. Also ich glaube, er hält sich selbst nicht für geeignet, weil er der Meinung ist, dass was er zu sagen hat, muss er auf seine Art sagen. Das ist vielleicht nicht unwichtiger als das, was der Bundespräsident sagt. Aber er soll es weiter in dem Job tun, den er so gut kann. Guten Abend. Herzlich willkommen. Dankeschön. Danke. Hallo. Dankeschön. Willkommen bei Auf der Couch. Es ist mir eine große Freude und ein Vergnügen, Ihnen unseren Kandidaten vorzustellen. Allerdings, demokratische Spielregeln müssen sein. Vorher hätte ich nur ein paar Fragen vor der Wahl. Ich komme, Herr Hildebrandt. Hallo, wir machen noch mal ein Shake-Hand. Ja. Auch wenn wir den ganzen Tag schon zusammen rumhängen. Ich fang mal, wie weit müssen wir auseinander sein? Ja, so, irgendwie die natürliche Distanz, die man zu Gesprächspartnern hat. Ist das kein Lassoband irgendwie? Ja. Wir duzen uns zum Glück nicht, also duzen wir uns ja auch. Haben wir früher auch nicht getan, warum sollen wir es jetzt tun? Genau. Ja, okay. Aber ich fange mit einer Reihe von Konjunktiven an. Ja. Wenn Sie denn jemand vorschlüge für dieses hohe Amt und Sie kandidierten und Sie gewönnen am Ende noch, würden Sie die Wahl annehmen? Sonst fabelhafte Konjunktive. Waren die in Ordnung, sprachlich? Also der Imker hat völlig recht, ich würde sie nicht annehmen. Und wenn ich gegen meinen Willen gewählt werden würde, würde ich sofort wieder zurücktreten. Auch das als ein Beispiel zu geben, dass jemand, sagen wir mal zurücktritt. Und es wäre ein grandioser PR-Gag, nicht? Ja, es ja, würde durchschaut werden. Was kann man noch, was kann ein Schiller-Preisträger, ein Grimme-Preisträger und ein was für noch Preisträger eigentlich noch in seinem Leben erreichen? Leider kein Gerster-Preisträger. Also der scheint mich gar nicht zu mögen. Ich weiß nicht. Gell, irgendwie. Ich fühle mich wohl dabei. Es kam rein phänotypisch und physiognomisch durch. Man hat sich seine Gegner redlich verdient. Sie sind ja doch wirklich, ich muss einfach sagen, Sie sind ein staatsnaher Kabarettist für mich. Das ist einfach begründet durch die Generation, die Sie darstellen. Sie sind ja die Aufbaugeneration. Damit haben Sie gar nicht so unrecht. Ich bin wirklich ein staatsnaher. Ja, eben. Ich verteidige diese Demokratie, wenn es sein muss, mit Zähnen und Klauen. Wenn Sie auf die Republik dieser Tage gucken, was treibt Sie um? Da treibt mich der Zorn an und um, kann ich nur sagen. Ich meine, Ein Tag Zeitung lesen, ein Tag Fernsehen schauen, Radio hören, ist eigentlich, das langt eigentlich an Schadstoffen für meinen Organismus. Dass ich noch nicht gelb vor Zorn aussehe, das ist dann die Frage des Schminkmeisters. Also es ist auch immer so, ich sehe immer, wenn eine Demonstration ist gegen beispielsweise Rechtsradikalismus, dass die Polizei dann immer vollzählig da ist und bei den anderen immer nicht weiß, dass dieser in dem Ort irgendwie Skinheads haben. Und das sind meistens Orte, die sind so klein, dass man gemeldet bekommt, dass der Apotheker ein Verhältnis mit seiner Gehilfin hat. Das weiß man, ne? Aber dass ein Skinhead, den man noch gut erkennen kann, weil er die Haare abgeschoren hat, einer sein könnte und am nächsten Tag vielleicht aus dem Haus geht und irgendwas anstellt und dass diese Wohnheime der Asylbewerber, die gibt es ja auch. Und dass dann trotzdem immer wieder überraschend eins angezündet wird, das überrascht mich auch, muss ich sagen.
Nein, in so einer Zeit sind natürlich Leute wie Sie gefragt. Ich meine, Sie sind ja ein bundesweit bekannter satirischer Triebtäter, sagt man. Das habe ich selber gesagt. Das ist ich das aufgebracht. Selbstbezichtigung. Ja, ja, selbstverständlich. Mhm. Ich habe Spaß dran, ich habe Lust daran. Mhm. Und solange das noch so ist, mache ich es noch. Ein anderer hat was Nettes gesagt, fand ich auch eine gute Bezeichnung für Sie. Sie seien eine verfolgende Mimose. Ja, ja. Es war sogar glänzend, ich weiß auch, wer es gesagt hat. Das ist der oberste Germanist Deutschlands, Herr Meyer. Meine größte Sorge ist ja, dass er heute hier zu unkritisch nur beleuchtet wird. Deswegen werfen wir jetzt einen intensiveren Blick auf Ihr Leben. Wir werfen erstmal allerdings einen Blick auf ein Kinderfoto. Mhm. Hier sehen wir den jungen Dieter, ja, der frohgemut ins Leben schaut. Und ich meine, es hat doch die Ausstrahlung, dieser junge Mann wird sein Leben anpacken, er wird was aus sich machen. Wir haben dann ein Foto, das zeigt sie dann etwas später, da sind sie dann in die Uniform gesteckt. Da wird der Blick schon ein bisschen kritischer, meine ich. Aber immerhin, alles in allem kann man sagen, dieser Mann hat aus seinem Leben wirklich was gemacht. Und was, das sehen Sie jetzt. Dieter Hildebrandt. Seine Geschichte in 60 Sekunden. 1927 auf Schlesischer Scholle Licht der Welt erblickt, Nähe zu Ackerbau und Viehzucht. Schüler, Hitlerjunge, Arbeitsdienstler, Soldat, Kriegsgefangener, den Russen durch Elbe davongeschwommen, Abi nachgeholt. Studium begonnen, dem Kabarett verfallen. Erst Studentenbrettel, dann Profibrettel. Uni verlassen, Lach- und Schießgesellschaft gegründet. Feuer! 19 Programme in 14 Jahren. Fernsehliebling, Intendantenschreck, Lieblingsfeind der Union. Ab 74 Duo mit Werner Schneider, Liaison mit dem ZDF. Guten Abend! Ärger mit Notizen aus der Provinz, Erfolg mit Scheibenwischer, bis jetzt 64 Mal, in Bayern 63 Mal. Dazwischen Serie, Kino, Theater, Kir Royal, Kehr aus, Diridari, man spricht Deutsch. Als Sichter gut verkäuflich, heute hoch verehrt, viel gehasst, reich dekoriert, wiedervermählt und noch immer nicht ruhig. Sehr gut. Toll. Ganz toll. Viel erlebt der Mann. Viel erlebt. Jetzt stellen Sie sich aber mal vor. Wer hat dies, den Film gemacht? Da hinten sitzt der Rolf Kutschera. Hallo. Rolf. Der Sohn eines schlesischen Landwirtschaftsschuldirektors. Von dem hätte man doch eigentlich erwarten können, dass er was Anständiges wird und was Anständiges lernt. Hat mir mein Vater auch gesagt, ja. Ja, also beim Publikum sind Sie ja peu à peu, das merkt man ja auch heute Abend, angekommen. Aber wie haben Ihre Eltern auf die Dauer reagiert? Na, mein Vater hat mir gesagt, also wie du überhaupt mit den Sachen, die du sagst, jemanden zum Lachen bringen kannst, das lässt mich an dieser Demokratie verzweifeln. Und meine Mutter hat zu mir gesagt, früher hat er immer... war er so schön brav und artig, jetzt sagt er immer so böse Sachen. Mhm. Ich meine, Sie hatten ja auch wirklich genügend Gelegenheit, das alles auszuleben. Denkt man nur mal an die große Zeit, an die große, große, unvergessene Zeit der Lach- und Schießgesellschaft. Es ging von 56 bis 72 und es ist keine Frage, dass wir an dieser großen Zeit heute nicht ungestreift vorbeikommen. Ja, da wollte ich Sie bitte schön ganz schnell doch fragen, was denken Sie denn so über unsere jüngere Vergangenheit? Aber Sie dürfen nicht vergessen, dass ich vor 1933 und nach 1945 aus meiner Einstellung dem Nationalsozialismus gegenüber nie ein Hehl gemacht habe. 10 Hoheitsträger, nein, aus großer deutscher Zeit. Die waren schuld an tausendfachen Morden. Doch im Tumult vergaß man seine Zeit. Es können noch mehr gewesen sein, wer weiß da schon Bescheid. Alle meine Minen schwimmen in der See, teils hat sie der Nasser, teils die Volksarmee. Ach, war das ein gutes Jahr, ach, war das ein gutes Jahr, ach, war das ein Bom-Bom-Bomben-Jahr, ach, war das ein Bom-Bom-Bomben-Jahr. Ich meine, es gibt Leute, die behaupten, das dürfe ich alles gar nicht sagen, weil er ein Tabu wäre. Aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, auf die Dauer ist mir ein Tabu als Bundespräsident zu wenig. Das passiert uns nie wieder. Wir brauchen jetzt eine Partei, die konzessionslos ist bis zum Umfallen. Ich trete in die SPD ein. Franz Josef Strauß gibt die Parole aus. Wir stürmen erst einmal das Rundfunkhaus und hauen sie allesamt zum Teufel fix. Doch tut's mir ja dem Dr. Oeller nix. Am
Stachus strömt das Volk zusammen und überantwortet den Flammen die Bücher von Herrn Böll und von Herrn Krass. Und am Marienplatz hängt ein Erlass, nachdem die Bayern jetzt das Privileg genießen, ein Staat zu sein, in welchem Recht und Ordnung sprießen. Denn die Putschisten wollen dem Volk redlich dienen. Der Richard Jäger plant solide Guillotinen. Der Hermann Höchel trägt mit Regensburger Charme die bayerische Verfassung unterm Arm. Und Friedrich Zimmermann schwört Stein und Bein, es soll der Meineid künftig nicht mehr strafbar sein. Also, jetzt weiß ich nicht, ob Sie gleich noch lachen, obwohl wir bieten ja hier wirklich Plattformen. Wir bieten jetzt eine Plattform, wieder erbarmungslos zuzuschlagen. Ist mir fast ein bisschen peinlich. Darf ich Sie zu einem kleinen Trip einladen in unseren Rummelplatz? Reinspazieren, Damen und Herren, hereinspazieren. Gruseln, Horror, Entsetzen. Erleben Sie den Schrecken der vierten Dimension in der Regierungsgeisterbahn. So, wir haben hier eine Spezialanfertigung für Dieter Hildebrandt. Wir sind ja auf dem Rummelplatz, haben Sie gehört. Das ist eine Regierungsgeisterbahn. Geht ganz einfach, sie wird sofort losfahren. Ja? Dann werden Ihnen dort vorne in unserem Geistertunnel verschiedene Ihnen wohlbekannte Geister erscheinen. Was starren Sie dauernd auf den Bundesadler? Gefällt mir. Und Sie sollen dann auf die Geister, die Ihnen erscheinen, spontan, satirisch, pointiert, perfekt reagieren. Alles klar? Ich glaube, das Fernsehen hat nie Verständnis gehabt für den Künstler. Haben Sie Angst? Natürlich habe ich Angst, logisch. Aber sonst fühlen Sie sich gut. Okay, los, fahren wir ab. Gut, fahren wir ab und ich gebe das Zeichen und es geht los. Unser erster Kandidat, der kommt aus Bayern, der Weigel-Theo, unser Bundesfinanzminister. Ja, der Theo hat es ein wenig schwer jetzt. Er muss sich ja nun langsam auch Gedanken machen, wie er die Nachfolge von Strauß antritt. Das probiert er jetzt schon zu lange eigentlich, zu viele Jahre. Aber ich glaube, er wird wahrscheinlich mit diesem Messer nicht sich selbst töten oder irgendwas tun. Er wird sich wahrscheinlich die Augenbrauen etwas rasieren, weil an denen wird er immer hochgezogen. Okay, gehen wir weiter. Nichts gruselt uns. Was hat dieser Staat noch zu bieten? Na, den kennen wir. Der Möllemann Jürgen, angeblich für Wirtschaft zuständig. Das ist ein Mensch, an dem sich die Kabarettisten natürlich sehr, sehr geweidet haben. Ich habe mich entschlossen, seit längerer Zeit mich an ihm nicht mehr schadlos zu halten und verweigere jeden Witz über ihn. Verweigerung? Ich verweigere jeden schnell Witz, weiter. Ja. Mal gucken, ob wir noch einen Kabarettablen finden. Und hinein, unser Jäger 92, Volker Rühe, der Verteidigungsminister. Dieser Minister hat offensichtlich setzt an zur Nachfolge. Ich glaube, er ist schon als Diadoche anzusehen. Neulich habe ich ihn nämlich neben dem Kohl gesehen. Früher hat er ihn immer so nett angeschaut. Jetzt hat er seinen Dynastenblick gehabt und hat ihn angeschaut, na, als wollte er sagen, Rühe, bist du der Nächste, der mir das Messer in den Rücken stößt. Gut, wollen wir gucken? Frauen sind bis jetzt zu kurz gekommen. Hier ist sie. Angela Merkel, die Frauenministerin. Die soll jetzt Bundespräsidentin werden. Ist wahr? Ja, weil ich ja abgelehnt habe. Und in dieser Rolle würde sie mir gar nicht so schlecht gefallen. Sie wäre nicht schädlich. Sie führt das Holz im Gewande, nicht? Ja, ja. Guck, gibt's noch eine Steigerungsstufe? Wir probieren's. Und nun erscheint uns der Meister persönlich, der Kanzler. Dieses täuscht hier. So ein ernstes Gesicht macht er nie. Ist wahr? Er hat ja immer noch dieses Lächeln, das ihm jemand justiert hat, wahrscheinlich. Dieses selbstbewusste Lächeln, wozu meine Mutter immer gesagt hat, schneid keine Grimassen, das bleibt dir. Wollen wir ihn damit entlassen? Oder haben Sie noch was? Sie haben gerade gesagt, ob wir ihn entlassen wollen. Ach so. Dieser Mensch ist nicht zu entlassen. Wissen Sie warum? Der wird selbst, wenn er das nächste Mal nicht gewählt werden soll, es nicht glauben. Dann wollen wir ihm doch mal etwas Schonzeit geben. Danke für den Horrortritt. So, kommen Sie mit mir. Dieter Hildebrandt, erster Besuch in der Regierungsgeisterbahn, sozusagen unser Testfahrer. Ich habe ja vorhin leichtfertigerweise gesagt, Dieter Hildebrandt hätte mal alle Politiker aufs Korn genommen. Alle, das ist hier die Frage. Schauen Sie sich mal Folgendes an.
wer da 1976 durch den Werbespot einer ganz bekannten Volkspartei turnte. Parteien zur Wahl. Sie sehen Wahlwerbung der Parteien zur Bundestagswahl 1976. Gewonnen! Wenn du noch einmal B sagst, hau ich dir die rüber ab. Gewonnen! Sag mal, was spielt ihr denn da? Räuber und Gendarm? Nee, Freiheit oder Sozialismus. Das ist aber ein blödes Spiel. Seit wann spielt ihr denn mit der Politik? Mann, Mädel, ist doch Wahljahr, müssen wir da alle ran. Klar, wir müssen die Alten aufklären. Dem Fritze seine Familie wählt SPD. Da muss man doch was tun gegen die blöden Sozis. Ach, und deswegen bindst du ihn an Baum? Logisch, den Sozis muss man auflauern, man muss sie belauern und man muss sie einmauern, damit sie keinen Quatsch machen. Mann, der hat doch Mayonnaise in den Gang gehen, wie sein Alter, und der will CDU. Mensch, wenn ich das schon höre, Freiheit oder Sozialismus, so ein Schwachsinn, wird mir ja ganz schlecht. Mensch, Mann, du Pfeife, das hat doch nicht mein Alter gesagt, sondern der Filbinger, der Biedenkopf und der Kohl. Ach, ist ja noch schlimmer. Schnauze, die Freiheit muss her und der Sozialismus muss weg, damit die freie Frau vom freien Kohl wieder frei einkaufen gehen kann. Und wie frei wir sind, das siehst du daran, dass du den blödsinnigen Satz Freiheit oder Sozialismus so laut rausplanen darfst. Spielt alleine weiter, ich hau ab. Wo gehst du denn hin? Meinem Alten sagen, er soll SPD wählen. Also, Freunde, alles klar? Sagt euren Eltern am 3. Oktober SPD wählen. Und ganz wichtig, die Zweitstimme für den Bundeskanzler. Denn merke, Helmut ist der Bessere. Schmidt natürlich. Ja. Dieter Hildebrandt wirbt für Helmut Schmidt. Interessant, muss man sagen, aus heutiger Sicht. Es wäre doch noch viel schöner, für die SPD von heute zu werben, haben wir uns überlegt. Ich meine, so ganz spontan und ungeprobt, so wie es einem wirklich im Herzen ist, so richtig improvisiert. Wie wäre es, wenn wir das gleich mal probieren würden, also einen Spot für die SPD zu machen? Wir haben Ihnen auch einen guten Partner gegeben. Hier ist er, einen, den Sie kennen. Ein Wahlspot für die SPD mit Bruno Jonas. Hier ist er. Da bin ich aber überrascht. Das ist, Ich auch, du. Wir sollen jetzt ganz spontan einen Wahlspot. Wie sich das immer so vorstellen, was? Ja, weil wir so wahnsinnig kreativ sind. Ja. Dauernd. Ne? Du wolltest gerade was sagen. Ja, ich wollte dich fragen, ich habe den Wahlspot jetzt da hinten auch gerade anschauen können. Hast du irgendeine Ahnung, um wie viele Stimmen ihr die SPD damals gebracht habt? Also ich kann mir da nichts vorwerfen. Ich habe immer fleißig daran gearbeitet, dass die SPD möglichst nicht an die Regierung kommt. Das könnte eine ganze Menge gewesen sein. Aber nur war ja damals der Helmut Schmidt, war ja an der Regierung, verstehst du? Und Sozialdemokraten an der Regierung, das gefällt mir eigentlich nicht. Weißt du, die Parteien, die für die Kleinen, nicht, die auch die Grundgesetze immer schützt und nicht die Artikel nicht verändert und... Und für die Armen, Du, jetzt noch was anderes, so. Nur eine Frage. Machst du es eigentlich freiwillig oder bist du SPD-Mitglied? Ich muss das immer wieder zurück. Ich war nie SPD-Mitglied. Weil der Neuss hat mir das nämlich mal gesagt. Der hat gesagt, tritt nicht ein, du musst bloß wieder austreten. Ich schon zweimal. Also jetzt machen wir das. Schaut, wir haben da Leim, haben wir auch da. Wie könnten wir also einen Wahlspot für die SPD machen? Ich habe mir gedacht, wir müssten einfach mal so, wenn wir jetzt zwei Wahlplakatierer spielen würden. Ja. Also du von deinem Outfit her eher, sagen wir mal, Toskana-Fraktion. Ja. Wir müssten beide hochmotiviert sein, nicht? Also hochmotivierte Wahlplakatierer für die SPD. Also wir sagen, wir stecken erstmal hochmotiviert die Hände in die Taschen. Also wen kleben wir Bruno, denn jetzt da? Bruno, wir müssen das modernisieren, weißt du? Ja. Das ist ja, die Partei ist ja nicht mehr die alte. Schon der Name muss modernisiert werden. Schon sozialdemokratische Partei. Das ist erstens viel zu lang. Das stimmt. Und zweitens sozial ist nicht mehr, also ist nicht mehr so modern, ne? Sagen wir halt einfach Partei Deutschlands. Ne? Das ist gut. Ja? Das hätte eine Chance für eine Mehrheit vielleicht. Das stimmt. Ja und Deutschland, aber, ich meine, das muss auch nicht gesagt werden. Weil wenn man schon einen Wahlkampf in Deutschland macht, dann braucht man nicht dazu schreiben, dass es Deutschland ist. Bleibt eigentlich P und das heißt Parkplatz. Und das ist immer sehr optimistisch. Aber wenn man zum Beispiel dieses Plakat... Ja? Dieses Plakat, also in seiner Aussage ist ja eindeutig. Wer ist denn das? Ach so. Ich finde, man sollte den Namen auch noch weglassen, vielleicht.
Vielleicht auch das Nur die Ausstrahlung. Na, vielleicht soll man auch den Mann weglassen, weil Kandidaten sind eigentlich immer bedrohlich. Wir könnten ja dem... Weißt du was? Bruno, wir kleben ihn links rum. Wir kleben ihn so. Wir kleben so. Das, genau. Das ist das beste Wahlplakat das überhaupt. Das ist ein super Wahlplakat. Vielleicht quer, also quer, genau. Die Kritik der SPD ein bisschen rauszustreichen. Na, den machen wir auch zu. Den machen wir auch zu. Und dann sollten wir da drauf vielleicht den Engholm kleben. Ist der da irgendwo? Schauen wir, ob der Engholm... Engholm, ja oder nein? Will ich Bundeskanzler werden? So eindeutig ist er nicht. Will ich Bundeskanzler werden oder ziehe ich zurück zu meiner Pfeife? Nein, das kann man nicht entscheiden. Nein, das geht nicht. Ich weiß jetzt den Spruch. Ja? Ich weiß den Spruch. Wir hängen den falsch rum auf, na, hängen dem Teufel zu und schreiben dann drauf die Begründung, warum man die SPD wählen soll. Ne? Früher hat man immer gesagt, die SPD hat keine Chance, an die Regierungsverantwortung zu kommen, denn sie kann mit Geld nicht umgehen. Jetzt hätte sie eine Chance, jetzt ist keins mehr da. Gebt den armen Politikern unseren armen Ulrich Maurer. Allein aus Patriotismus muss ich das schon rügen. Gut, ja, also man mutet euch ja schon was zu. Das hat zwar der SPD wieder viel Stimmen gekostet heute Abend. Nee, gerade nicht. Er ist ja der Meinung gewesen, wenn man für sie wirbt, dann kostet man denen Stimmen. Wenn wir gegen sie sind, dann haben sie ja eine Chance. Aber früher war es doch so, da waren doch, sagte man, alle Kabarettisten stehen links und die SPD ist auch links und da stehen die Kabarettisten. Jetzt sind sie alle heimatlos geworden? Jetzt stehen sie links rum, ja. Nein, ich würde sagen, die Kabarettisten sind, mit links, rechts kann man kaum noch operieren. Ich würde sagen, die waren halt immer vernünftig. Ja, oh Gott. Ja. Oder die Ewiggestrigen. Das Dumme ist ja, dass das Koordinatensystem nicht mehr funktioniert offensichtlich, weil normalerweise meinen wir ja immer noch das, was wir vor 10 Jahren gesagt haben. Die anderen müssen sich irgendwie verändert haben. Ich weiß nicht. Ist wahr? Weißt du? Ja. Ja, doch. Also, wir ziehen an uns vorbei. Ihr seid stehen geblieben mit anderen Worten. Wir sind stehen geblieben. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Diese Kabarettisten, die halten ja zusammen wie Pech und Schwefel. Mhm. Ja, es sind eine einzig große Familie und so war es eigentlich kein Wunder, dass Dieter Hildebrand im ersten Kinofilm von Bruno Jonas wie Enkelkinder eine Gastrolle übernommen hat. Und sie haben beide Rollen gespielt, die ihnen auf den Leib geschrieben waren. Er spielte einen Fernsehdirektor und er spielte einen jungen, dynamischen, aufstrebenden Fernsehredakteur. Mhm. Ja? Und aus diesem Film wollen wir uns jetzt eine kleine Szene anschauen. Aber ich darf mich schon mal für diese Mühe hier beim Plakatieren recht herzlich bedanken. Bruno Jonas. Kleine Gebrauchsanweisung für diesen Kinofilm. Man muss wissen, es geht um den Scheibenwischer eigentlich in dieser Szene, der in einem bestimmten deutschen Bundesland einmal, wie Sie vielleicht wissen, nicht zu sehen war. Lasser, grüße Sie. Wie geht's? Gut. Wir bereiten gerade was Neues vor. Bin sehr gespannt. Wollen Sie nach unten oder nach oben? Ganz wie Sie wollen. Wo darf ich denn hindrücken für Sie? Ja, sagen Sie ruhig, wenn Sie da unten wollen. Ja, um ganz ehrlich zu sein, ich wollte in die Kantine. Das trifft sich. Können Sie mir ein Mineralwasser mitbringen? Selbstverständlich, gern. Ein Mineralwasser. Dann fahren wir vielleicht erst nach oben zu Ihnen und dann fahre ich nochmal runter und hole für Sie das Wasser. Wie fanden Sie denn den Scheibenwischer gestern? Gar nicht. Den haben wir doch er kam nicht. Fand ich übrigens eine sehr gelungene Entscheidung. Wissen Sie, ich bin ja ein Satire-Fan. Kennen Sie Tucholsky? Tucholsky, selbstverständlich. Habe alles gelesen von Tucho. Naja, Tucholsky, das ist große Satire. Der Scheibenwischer, der war ja meilenweit entfernt von Tucholsky. Ich fand's ganz gut. Teilweise sogar unterhaltsam. Ja, natürlich. Zum Teil war es gut. Ich habe auch sehr gelacht. Wieso? Wieso? Sie konnten es doch gar nicht sehen. Richtig, ja. Aber das weiß man ja, dass der Scheibenwischer immer eine gewisse Unterhaltung bietet, auch wenn er nicht gesendet wird. Sowas hat ja auch was. Wissen Sie, Lasser, ich glaube, Sie haben jetzt gerade einen furchtbaren Scheiß zusammengeredet. Selbstverständlich. Ich fahre nach unten und hole für Sie das Mineralwasser. Na, dann Prost. Wir Enkelkinder.
Ja, wir erinnern uns, der Scheibenwischer, von den Kolleginnen und Kollegen vom SFB produziert, ein Klassiker der ARD, war einmal, und zwar am 22. Mai 86, nicht in Bayern zu besichtigen. Mhm. Haben Sie da einfach Grenzen überschritten, die auch ein Satiriker einhalten muss? Nein, nein, das war ein krasses Missverständnis der Texte. Wie durch ein Wunder kamen unsere Manuskripte immer von Berlin nach München und wurden dort immer gelesen, bevor die Sendung kam. Die ARD ist ein Kommunikationsbetrieb. Ja, man kann also rege Agententätigkeit. Und wir bekamen an diesem Tag, am Sendetag, bekamen wir Ärger miteinander. Dann kam der Programmdirektor, das heißt der Vertreter des Programmdirektors, nämlich an Sendetagen ist meistens der Programmdirektor gar nicht da und der Intendant ganz weit weg. Komisch, die haben immer so Reisen an dem Tag. Und damals war auch der Vertreter da, der kriegt dann alles auf den Kopf, muss alle Entscheidungen machen, ne? Und der Hauptabteilungsleiter, und die haben mir gesagt, der Herr Oeller hätte angerufen, beziehungsweise seinen Sender, und er besteht darauf, dass auf 10 Änderungen. 10 Änderungen. Und die waren gar nicht mal nur bei mir, sie lagen nicht bei mir, und das waren Sachen, ich habe mir das angeschaut, habe gesagt, jetzt muss der Herr Oeller die Texte falsch gelesen haben. Er hat nämlich genau verkehrt rum verstanden. Und hat aber darauf bestanden, und ich habe bestanden darauf, dass es bleibt. Oder ja, dann eben nicht. Ja, man kann nicht, das geht nicht. Wenn das Prinzip hieß Obstar, ne? Wenn das erstmal angeht, dann denkst du, ja, mit dem kann man es ja machen. Und haben wir es geweigert, und da war der Sender toll, der hat einfach so entschieden, naja, dann senden wir es halt. Dann haben die aber gesagt, dann schalten wir aus. Dann haben wir alle gesagt, ja, dann schalten sie aus. Nur haben dann die Kammerspiele in München haben uns angeboten, am Dienstag die ganze Sendung zu spielen. Und dann haben sie uns die Bühne zur Verfügung gestellt, und das Theater krachend voll. Und dann habe ich die Geschichte noch erzählt, wie das Missverständnis war. Das waren natürlich die größten Lacher, das ist ganz klar. Außerdem habe ich gerade das Buch geschrieben. Es war für mich eine Riesenwerbung. Und ich habe mir schon gedacht, einen Teil der Tantiemen wollte ich dem Herrn Oeller eventuell, aber da habe ich mir gedacht, das ist vielleicht doch ein bisschen zu frech. Hildebrand, nun wollen wir ja eines nicht vergessen, dass Sie dem deutschen Fernsehen, insbesondere der ARD, sehr viel zu verdanken haben. Ja, das stimmt. Ja? Aber wenn Sie jetzt mal so Ihre 30 Jahre, die Sie ja kooperieren mit unseren Sendern, es sind ja doch auch mehr Sendungen gesendet als verboten worden, oder? Also ich muss dazu überhaupt sagen, um das mal richtig zu stellen, nicht, es waren großartige Zeiten beim Bayerischen Fernsehen. Es waren hervorragende Zeiten unter Dr. Münster beispielsweise und auch unter Gegnern. Also der Müllfenster zum Beispiel, Herr Chefredakteur, ist ein absolut fairer Gegner. Mit dem haben wir keine Schwierigkeiten, wir haben unsere Meinung gesagt. Nur die so wegwitschen, die so irgendwie so irgendwie so hinten herum manipulieren und so und dann einem auch nicht richtig sagen, was sie wollen. Das war damals anders. Wir haben auch immer Schwierigkeiten gehabt vor einer Sendung. Wir haben immer gesagt, nun nimm doch die Lübcke-Pointe weg oder nimm doch das weg. Oder damit. Wir haben immer ein paar Sollbruchstellen eingebaut und haben dann immer mit uns verhandeln lassen. So was wirft man zum Phrase vor. Ja, das sage ich heute mal. Das habe ich noch nie verraten, aber es war tatsächlich so. Ich überlege gerade, ob Sie heute Abend schon Ihre Sollbruchstelle gesprochen haben. Nein, ich wollte auch noch mal meinen Dank loswerden. Ich meine, die Tatsache, dass wir bekannt wurden durch das Fernsehen, hat dazu geführt, dass ich natürlich über all die Jahre bis zum heutigen Tag auch volle Häuser habe, wenn ich auf Bühnen auftrete. Und diesen Dank muss man diesem Fernsehen einfach lassen, ne? Das meine ich auch. Das meine ich doch auch. Trotzdem gibt es doch viele, eben in den Chefetagen einerseits, unter der Politik wissen wir ja auch schon, die sich irgendwie vor dem, was sie da treiben, fürchten. Das glaube ich. Ich meine, das hat sich zum Beispiel ja auch in einer anderen Scheibenwischer-Sendung mal geäußert, und zwar 1982 im Januar hat sich der Scheibenwischer der Wiederaufnahme des Baus des Rhein-Main-Donau-Kanals gewidmet. Und an diesem Beispiel sehen Sie wirklich Punkt für Punkt, was Satire bewirken kann. Nämlich am 25. September dieses Jahres wurde der Kanal eingeweiht. Bayern im Herbst 92. Vorbereitung zum glücklichen Abschluss eines jahrtausendalten Traums. Der Rhein-Main-Donau-Kanal, Lieblingsprojekt einer langen Ahnenreihe von Potentaten,
Lieblingsobjekt nörgelnder Kritiker hat endlich den Sieg über die Natur davongetragen. Grund genug für einen Festakt erster Klasse. Grund auch für einen nostalgischen Rückblick auf eine der lästigen Fischgräten im Hals der visionären Kanalarbeiter. Ja, es wird nämlich gemunkelt, dass dieser Rhein-Main-Donau-Kanal also eine lange Geschichte hätte und dass er wirtschaftliche und politische Folgen hätte, dass er prominente Befürworter hätte. Nur eines hätte er nicht, einen Sinn. Geben wir mal dieser Kanalbau Donaukanal AG die Gelegenheit, sich selbst darzustellen und lassen wir mal die Fernsehzuschauer selbst urteilen, ob es richtig ist, dass Karl der Große vor 1000 Jahren diesen Rhein-Donau-Kanal aufgegeben hat wegen Verdacht auf groben Unfugs. Es gab Kritiker, die nannten diesen Kanalbau das dümmste Projekt seit dem Turmbau von Babel. Richtig. Was sagen Sie dazu? Ich kann nur sagen, was ich damals schon dazu gesagt habe, das ist die dümmste Äußerung seit dem Turmbau von Babel. Wenn man den Kanal angefangen hat, dann sollte man den auch durchführen, sonst wäre das der größte Schildbürgerstreich aller Zeiten gewesen. Begleitet vom spontanen Jubel brauchbewusster Anwohner besteigt die illustre Festgemeinde die Schiffe auf dem Weg zur Verkehrsübergabe. Und widerlegt schon damit die voreiligen Einwände der ewigen Zweifler. Ob dann da Schiffe drin fahren werden, das ist nicht ganz sicher. Also die Experten sagen, kann, aber muss nicht. Früher haben sie in Hamburg immer gerufen, Schiff ahoi. In Franken werden sie jetzt sagen, hoi a Schiff. Warum baut man dann den Kanal? Das ist doch völlig unrentabel. Das kommt sehr drauf an für wen. Ich meine, ich persönlich, ich lebe nicht so schlecht und der Kanal, der nährt ein paar Dutzend Männer. Einige dieser Dutzend wohlgenährter Männer werden auch heute dankbar die begeisternde Unterstützung des Volkes zur Kenntnis genommen haben. Und so wird aus einer viel geschmähten Milliardenrinne doch noch eine gesegnete Bescherung. Allen Spöttern zum Trotz. Sie sollen doch über uns nur die Wahrheit sagen. Ach so. Schauen Sie, bei der Rhein-Main-Donau AG. Das sind unsere realen, unsere internen Zahlen, die sind so wahnsinnig, die sind so gespenstisch, Mann, dass nur ein Mann der Satire sie überhaupt verkünden kann. Ja. Und da sagen die Leute, der Mann macht blendende Witze. Zum Feuerwerk hat es noch gereicht. Ja. Aber was lehrt uns dieses Stück? Satire verändert nichts. Na ja, gut, aber es hat zumindest schon, verändert manchmal die Haltung und die Stimmung zu solchem Unfug. Mhm. Ich meine, die Menschen sind einfach, die sind einfach dann netter gestimmt, wenn sie das hören. Ne? Obwohl das damals gar nicht so war. Ich kann mich erinnern, was ja das Verrückteste war, da zu Hause zuckten die Leute alle zusammen, bei mir zu Hause, Töchter und alles, weil nämlich die Gisela Schneeberger immer so Schecks verteilt hat an die Minister, Streibel und Jaumann, und dann gesagt, ja, Herr Minister, der Scheck ist unterwegs für Ihre Aufsichtsratsvergütung. Ja, 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 wieder, ja, ja, zweistellig, ja, ja, 60.000, ja, wie immer. Und da haben die zu Hause gesessen und gesagt, das kann nicht gut gehen. Das kann nicht gut gehen, das ist ja Verleumdung. Es war gar keine Verleumdung, das waren die richtigen Summen, die haben wir gewusst. Durch einen Verrat von Parteifreunden, weil die CSU ist ja ungeheuer menschenfreundlich, untereinander auch. Und dann haben wir die Zahlen alle gewusst und dann haben sie nach der Sendung haben sie dann protestiert. Ja, aber das ist alles nicht wahr. Strauß hat gesagt, das ist alles nicht wahr. 60.000 Mark. Nicht? Wir haben gesagt, er kriegt also jährlich einen Scheck von 60.000 Mark. Wir haben gesagt, er kriegt 5.000 Mark, nicht mehr. Aber er hat nicht dazu gesagt, monatlich. Ja. Wollen wir uns einem Bereich zuwenden, in dem Sie nachweislich etwas erreicht haben? Dieser Mann ist seit Mai dieses Jahres wieder ein Ehemann. Ja. Sein Verdienst. Ja. Sie wissen, wie das mit den Ehefrauen bekannter Künstler ist. Die Ehefrauen warten normalerweise zu Hause und meistens vergebens. Nicht aber die seine. Sie wartet jetzt nebenan auf unserer Kabarettbühne. Aber Sie haben was mit ihr vor. Das braucht eine Gebrauchsanweisung. Ja, ja. Wir haben, also mir ist voriges Jahr so ein Stück eingefallen. Ein kleines Stück, Kabarettstück.
dass im vorigen Jahrhundert anfänge, im Jahre 1877, eine Ausgrabung von einem Satiriker aus der Bismarckzeit namens Wippchen. Es gibt eine Reihe von Menschen, die wissen, ein schiefes Bild, also eine schiefe Metapher, das ist ein Wippchen. Mhm. Zum Beispiel unsere Frau vom Oktoberfest, Frau Oktoberfest in München, hat einmal gesagt, dem Schweinswürstel bläst der Wind des Zeitgeistes ins Gesicht. Das ist ein Wippchen. Gut. Das ist ein Wippchen. Und, was jetzt, werden Sie jetzt singen? Aus diesem Stück, sagen wir, eine Hitparade der damals geltenden Lieder. Also das waren so Lieder von Edison. Walzen, auf Walzen. Lieder. Und die hat Franz Josef Grümmer, den Sie gleich sehen werden jetzt, den Franz Josef Grümmer komponiert, muss ich auch dazu sagen. Nicht? Das sind, also die, das sind die Nummern, die damals in den Charts waren. Also in die Charts. Jawohl. Renate Küster und Franz Josef Grümmer. Auf geht's. Arthur, ja? Schmeiß einen Riem auf die Orgel. Heinrich, lass die Hosen runter, tu mir den Gefallen, lass sie ruhig bis hinunter auf die Stiefel fallen. Ach, ich gräme mich fast zu Tode, zwecklos ist, dass ich was sag. Heinrich meint, es sei so Mode, dass man kurze Hosen trag. Heinrich, lass die Hosen runter, tu mir den Gefallen, lass sie ruhig bis hinunter auf die Stiefel fallen. Kriegt mein Emil Sonn am Zelt, nee, ist dit ne Freude. Fahren wir in die neue Welt, in die Hasenheide. Schön. Kosten Groschen nur Entree. Emi zahlt mit Grazie, nennt mir seine holde Fee, hol da die Akazie. Emil, du bist ne Pflanze, doch so gefällst du mir. Gleich gehst du aufs Ganze, ich bin verrückt nach dir. Ach, so ein Walzer mit weg, det es ihn vergnügen. Emil ist von mir jetzt weg, wenn die Röcke fliehen. Emil, du bist ne Pflanze, doch so gefällst du mir. Ja. Aber hallo, gleich ist immer's Ganze, ich bin verrückt nach dir. Zu meiner Braut der Marthe, da schrei ich immer warte, du bist mir unentbehrlich, doch lebst du so gefährlich. Es kann so viel passieren beim durch die Stadt marschieren, drum schrei ich immer, Marthe, Mensch, Marthe, bitte warte. Martha, pass auf, die Elektrische kommt und lauf schnell über den Damm. Martha, pass auf, die Elektrische kommt und nimm dir die Röcken zusammen. Martha, pass auf, die Elektrische kommt und lauf schnell über den Damm. Martha, pass auf, die Elektrische kommt und nimm dir die Röcke, und nimm dir die Röcke, und nimm dir die Röcke zusammen. Jawohl, ja. Renate Küster, Dieter Hillebrand und Franz Josef Grümmer am Flügel. Dankeschön. Danke. Was singen können Sie auch? Na, das habe ich ja lernen müssen in der Lach- und Schießgesellschaft, ja. Ja, immer die zweite Stimme, da fällt es nicht so auf. Wissen Sie, was ich auch gelesen habe? Er hat mal was über Frauen gesagt. Auf die Frage, was ihm an einer Frau gefällt, sagt er, Temperament, Verstand und eine tiefe Stimme. Aha. Darf ich mal hören? Oh, ja. Peter, das wusste ich gar nicht, das hättest du mir früher sagen können. Ist die Stimme auch in Ordnung? Streng dich nicht so sehr an.
Ist die Stimme auch in Ordnung? Stimme ist ganz toll. Ja? Ganz tolle Stimme. Erotische Stimme. Nun stehen Sie hier so locker, aber viele Menschen, viele Künstler auch sagen, es ist eigentlich ein ganz hartes Los. Sie haben das Programm 140 Mal und mehr gespielt, ja, zusammen ein Paar zu sein, das wirkliche Leben zu teilen und dann noch gemeinsam auf der Bühne zu stehen. Das geht in allen Fällen schief. Sag die Wahrheit. Nee, das geht bei uns gar nicht schief. Es ist hervorragend. Das macht viel Spaß. Danke. Ich habe also im Gegensatz, wenn ich sonst also Theater oder Kabarett gemacht habe, ich habe das unendliche Vergnügen, mich mit ihm richtig streiten zu können. Und wir streiten aber, wenn, dann konstruktiv. Es kommt immer was dabei raus und es wird nie bösartig. Mhm. Es wird nicht, man trägt nichts hinterher. Und was machst du denn jetzt? Er zerschmilzt, er zerschmilzt. Ach so, naja. Ja? Und im Übrigen destruktiv ist er überhaupt nicht, Herr Gerster. Ja, damit fangen wir mal an. Sondern äußerst lustbetont, integer, freundlich und fabelhaft. So. Ich meine, die Frau hat ihren Blumenstrauß verdient, oder? Wo ist er? Vielen Dank. Hey, Lauter passt doch zu den Klamotten, oder? Ja, wunderbar. Danke. Vielen Dank, Renate Küster. Danke. Jetzt haben Sie eine Neigung von Dieter Hildebrand schon voll kennengelernt. Und jetzt wenden wir uns einer weiteren zu. Spiele bei FC Schmiere, der prominenten Mannschaft seines alten Freundes Sami Drechsel. Jetzt ist es mir ein Herzensanliegen und eine besonders große Freude, den Sportler Dieter Hildebrand mit einem anderen bedeutenden Sportler zusammenzuführen. Hier ist er, kein geringerer, Franz Beckenbauer. Oh. Oh. Herzlich willkommen. Hallo. 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 Wir nehmen den Kaiser in die Mitte. Wir nehmen den Kaiser in die Mitte, aber vielleicht muss man ja jetzt schon Tenno sagen. Viel ärgerlich. Nein, nein, das weiß ich immer noch nicht. Wissen Sie eigentlich, ich weiß nicht, Herr Beckenbauer, ob Sie jemals in Ihrem ganzen Leben Dieter Hildebrand sein wollten? Wahrscheinlich nicht, aber... Na, das konnte ich gar nicht. Ich meine, jeder soll mit dem Talent zufrieden sein oder das weiter ausbauen, das er meint zu haben. Und mein Talent war eben nun mal der Fußball oder überhaupt der Ball. Ja. Also so wie der Aber Dieter. Er hat es wohl nicht so richtig erkannt, denn es ist überliefert, dass Dieter Hildebrand in seinem Leben viele Jahre lang rasend gern Franz Beckenbauer gewesen wäre. Nein, nein. Doch? Nein, nein, ich habe gesagt, zu einem Teil Karajan, zum anderen Teil Beckenbauer. Das ist natürlich so, wie vorne die Ostsee und hinten die Friedrichstraße. Ja, ne? Ja, natürlich, klar. Aber die haben früher ganz gut Fußball gespielt. Ich habe einige Male da, die hatten ja eine Mannschaft, den FC Schmiere, Sami Drechsel, der Verrückte. Leider lebt er nicht mehr, aber der war ja derjenige, der euch immer wieder angetrieben hat. Und die Spiele jede Woche dreimal mit uns. Okay. Nun haben Sie ja beide, ich habe gesagt, zwei Sportler sitzen hier, nein, es sind Schriftsteller. Sie haben ja beide ihre Gedanken in gedruckter Form auf den Markt geworfen. Ich stelle mich also die ganzen Wochen schon eher auf ein literarisches Gespräch ein. Nein, ich glaube nicht, nein. Und, Reich-Ranitzky ist ja noch nicht besprochen worden. Nein, aber ich war schon im Vorwort, also als ich meinen Beckenbauer las, ne, meinen Hildebrand habe ich natürlich auch gelesen, Pflicht, meinen Beckenbauer las, war ich im Vorwort schon geschockt, weil da stand, ich habe mich vom Fußball gelöst. Jetzt aber. Nein, weil er drin steckte. Na, das mag vielleicht ein bisschen, was da so drinsteht, das darf man nicht jetzt alles so wörtlich und ernst nehmen. Das geht. Was ich vielleicht ausdrücken wollte, dass ich mich so aus dem aktiven Fußball zurückgezogen habe. Ich war 20 Jahre Profi, war 7 Jahre verantwortlich für eine Mannschaft. Und da aus dieser Position oder aus dieser Verantwortung habe ich mich zurückgezogen. Aber ich werde mich natürlich nicht vom Fußball lösen. Aber Sie haben sich auch gelöst, stimmt's? Ich habe mich vom Fußball gelöst, ja, weil es einfach bei die Knie wehtun. Und da, außerdem habe ich einmal gesagt, jetzt höre ich auf.
als ich merkte, dass der Verteidiger, der den Ball hatte und an mir vorbei wollte, und ich stand da draußen rum und dachte, naja, jetzt kommt er auf mich zu mit dem Ball, ne? Kommt auf mich zu. Da war ungefähr 25 Jahre oder so und ich war damals schon 56. Schaut mich an und jetzt denke ich, jetzt macht er irgendeine Körpertäuschung oder dass er an mir vorbei will oder so. Körpertäuschung oder links oder rechts und links. Der ist einfach an mir vorbeigelaufen und da habe ich gedacht, dann lässt es lieber sein. Wenn ich es richtig weiß, wurmt sie die zunehmende Brutalität, auch in der Bundesliga, oder? Das ist wohl, also ich möchte das nicht beantworten, weil ich habe ja sicherlich keine Ahnung. Denn ich habe ja mal ein Fußballbuch geschrieben, da habe ich das schon begründet, alles. Ja? Ich habe ein Buch über die Bundesliga geschrieben, Die verkaufte Haut heißt es. Es war ein riesiger Flop. Nicht einmal ein Fußballer kennt es, weil da drin steht, wie man Fouls macht und so, ne? Mhm. So oben hochspringt zum Kopfball und unten in den Magen. Mhm. Das sind ja alte Tricks, hat der alte 60er-Trick. Wie hieß denn dieser gnadenlose Merkel-Typ, der Fanzelt. Habe ich direkt vor mir gesehen. Der kleine Kraus, der Nationalspieler, Kraus, der ist hoch und dann direkt vor mir an der Fanzel macht wumm und da fiel der um. Ach, ich glaube, das war Zufall. Aber wieso sagen Sie zunehmende Brutalisierung im Fußball? Jetzt, wissen Sie was? Wir haben ein paar Szenen zusammengestellt, über die können wir vielleicht dann reden. Schauen wir uns das mal an. Netter Sport, oder? Tut weh. Franz Beckenbauer. Ja, gut, das sind jetzt ein paar Ausschnitte, die wir gesehen haben. Die passieren vielleicht einmal im Jahr, aber doch mit Sicherheit nicht an einem einzigen Spieltag. Wir haben auch internationale Bilder gesehen, Juventus, Turin und so weiter. Aber es ist natürlich auch heute durch das Fernsehen, erscheint es natürlich auch ein bisschen brutaler. Fernsehen wieder schuld? Nein. Heute wird alles, das Bild wird gezeigt, das Foulspiel wird gezeigt, dann kommt die Zeitlupe und dann wird das nochmal ein paar Mal in der Zeitlupe gezeigt und wenn es dann immer noch keiner gesehen hat, dann kommt die Superzeitlupe. Und dann wird natürlich alles dadurch dramatischer. Waren schon bessere Zeiten, als man die Fouls noch heimlich machen konnte. Aber ich bin der Meinung, dass heute nicht härter oder brutaler gespielt wird als früher. Es wird schneller gespielt, dadurch ist vielleicht der Körperkontakt intensiver. Aber heute, ich glaube... Ja, Sie zwei sitzen auch schon ziemlich nahe. Ja. Ich glaube sogar, dass die brutaleren Fouls früher möglich waren, weil auch der Schiedsrichter ist heute angewiesen von allen möglichen Instanzen, ob jetzt DFB oder FIFA, den Stürmer oder den offensiven Spieler zu schützen. Das war früher nicht so. Früher war also die Attacke durch das Wadenbein hindurch. Das Wadenbein war ein bisschen aus der Bahn geraten, aber er hat gesagt, er hat den Ball getroffen. Das passiert heute nicht mehr. Also so gesehen glaube ich sogar, dass heute nicht mehr so brutal gespielt wird wie früher. Hat er recht? Ja, natürlich, klar. Ein bisschen habe ich ja auch gespielt. Ich habe ja auch ein bisschen gespielt. Was mich immer gestört hat, war, dass die Verhältnismäßigkeit, also sagen wir die Unverhältnismäßigkeit des Fouls, ja. Mich hat zum Beispiel immer gestört, dass Fußball lebt davon, dass einer schneller ist und der andere langsamer. Dann stehen die alle auf und sagen, ah! Und wenn der außen da vorbei prescht, ne? Und jetzt ist das gar nicht mehr möglich. Das ist so, ich kann es sofort voraussagen. Der ist an ihm vorbei, jetzt fällt er. Der kann gar nicht mehr schneller sein, weil der andere hängt. Und dann ziehen die ja an den Hosen und an den Hemden. Das ist jetzt schon legal. Die Schiedsrichter sagen, was ist denn? Aber wenn mich jemand an der Hose zieht und mir sie halb auszieht, werde ich sauer. Also, jetzt, liebe Herrschaften, ich habe mir eines nicht verkneifen können, muss ich sagen. Darf ich Sie ganz kurz darüber bitten? Bitte nicht an die Beine treten. Aber kommen Sie doch bitte mal mit mir. Ich gehe einfach mal voraus. Hier ist unser Fußballplatz. Und hier steht die C-Jugend des VfB Stuttgart. Und hier steht im Tor
der beste Torwart unter den Kabarettisten, Werner Schneider. Gibst mir mal einen Ball? Ach, ich hab gedacht, ein bisschen wollen wir treten. Schießt mir den armen Werner Schneider nicht tot. Wer macht den Anfang? Ist das ein richtiger Ball? Das ist ein richtiger Ball. Dieter Hildebrandt beginnt. Ja, der Meister, der Meister. Kann ich einen Tipp geben? Ja. Flachschießen. Der ist zu groß, der Kommando. Das weiß er. Er sagt, der Flachschießen. Bert Beckenbauer schießt. Ja, ja, anfeuern, da steht ja schon anfeuern. Richtig. 1-0. So. Jetzt der Hildebrandt, Dieter. Der Gefährliche. Anfeuern. Eins. Machen wir noch eins. So, nochmal. Herr Beckenbauer. Jetzt. Jetzt wirft er sich. Ah, gehalten. 1-1 die Partie. Und noch ein letzter für den Hildebrandt. Jetzt ist er warm, jetzt geht er schneller. Jetzt. Ah, 1-1. Wollen wir dieses grausame Spiel beenden? Kommen Sie her. Herzlich willkommen nochmal. Herzlich willkommen nochmal, Werner Schneider. Und vielen Dank, Franz Beckenbauer. Ich darf Sie mit Ihrer C-Jugend zum Training schicken. Wir sehen uns nachher noch. Tschüss. Vielen Dank für den Besuch und Grüße nach Japan. Wir sehen uns. Ciao. Vielen Dank an euch. Wir gehen darüber. Kommt ja einer vom Tennis? Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Du bist in der Mitte. Nein, Dieter Hildebrandt in der Mitte. Der Werner Schneider ist ja so groß. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass diese beiden Herrschaften, wie sie auch ein ungleiches Paar sind, 8 Jahre miteinander gespielt haben, ja, zwischen 74 und 82. Sie sind ja wirklich ein ungleiches Paar. Wie konnte das gut gehen? Weil wir so ungleich waren. Richtig. Weil wir so ungleich waren und weil, glaube ich, die Grundeigenschaften dem jeweiligen Typ nicht unbedingt zugeordnet waren. Ich komme aus dem Süden, ich bin also wienerisch geprägt und habe eine ganz starke preußische Ader, sowohl in der Arbeit als auch in der Diktion, in der Umgang mit der Sprache. Der Hildebrandt behauptet von sich, Schlesier zu sein, war auch eine Zeit lang in Berlin. Ich glaube, er ist aus dem tiefsten Balkan. Er ist die größte Schlampete und der schlimmste Chaot, die es überhaupt gibt. Und er hat einmal den Satz geprägt, in diesem Duo bin ich der Balkanese und der Schneider der Preuße. Und ich glaube, das hat über unseren Arbeitsstil hinaus zu einem Großteil den Reiz dieser Paarung ausgemacht. Ja. Haben Sie es denn eigentlich, man ist ja da sehr eng miteinander auf so einer Tour, ne? War das auszuhalten? Also war Harmonie vielleicht das richtige Wort? Wir sind, das kann ich mit Fug und Recht behaupten, wir sind sehr streng befreundet. Ja. Ja. Und da sind wir noch bis zum heutigen Tage. Und ja, diese 8 Jahre zählen zu meinen erfolgreichsten und schönsten Jahren. Aber kann er hier so ungestraft Sachen sagen wie Schlamperei und Ähnliches? Das darf der. Ja. Das darf sagen der. Sie, was der bei mich schon alles gesagt hat. Sagen Sie doch mal was. Was? Sagen. Ich habe gesagt, als ich ihn das erste Mal sah, war er so, also er war so wie eine seiner schwächeren Aphorismen, zu lang. Das hat ihn nicht so getroffen. Nein, also er hat keine Schwächen, hat er gesagt. Außerdem macht man keine Scherze über körperliche Gebrechen, nicht? Mhm. Gut, es ist ja so, dass wenn wir ihn auf der Bühne sehen, ist er jemand, der offensichtlich von vielen Leuten gefürchtet wird. Ja? Ja. Jemand, der bissig ist, das haben wir heute Abend ja schon wieder gemerkt. Ist das eigentlich identisch mit dem privaten Dieter Hildebrandt? Ich glaube, nein. Ich bin vielleicht nicht befugt, über den Privatmann Dieter Hildebrandt eine letzte Auskunft zu geben, aber ich kenne ihn natürlich ganz gut. Ich sage nichts Falsches, wenn ich sage, der Hildebrandt ist privat eher konfliktscheu. Das hängt damit zusammen, dass er viel Takt hat, dass er nicht gerne wehtut. Er ist nicht kampfeslustig. Und ich glaube, das ist auch ja ein Sinn von jedweder Kunst und offenbar auch der satirischen, dass man in der Kunst die Möglichkeit der Kompensation hat. Ich glaube, für den Hildebrandt musste die Kabarettbühne erfunden werden, damit er die Leute zum Fürchten bringt. Ich danke Ihnen für diesen kurzen Besuch, Werner Schneider. Es war mir ein Vergnügen. Danke dir. Und ich danke für Ihren Besuch auf der Couch, Dieter Hildebrandt. Ist er fertig? Ja, es ging im Nu. Und die Nummer? Komm noch. Aha. Danke. Indes.
Indes. Der Künstler wird hier nicht von dannen gehen, ohne eine letzte Probe seiner Kunst gegeben zu haben und diesmal ganz ohne Improvisation, sondern wirklich gelernt. Aber ich darf mich schon von Ihnen verabschieden, von unseren treuen Zuschauerinnen und Zuschauern. Das war Auf der Couch und jetzt kommt Helmut Kohl liest Matthias Claudius. Der Mond, meine Damen und Herren, liebe Freunde, und das möchte ich hier in aller Offenheit sagen, ist aufgegangen. Und niemand von Ihnen, liebe Freunde, meine Damen und Herren, wird mich daran hindern, hier in aller Entschlossenheit festzustellen, die goldenen Sternlein prangen. Und wenn Sie mich, liebe Freunde, meine Damen und Herren, wenn Sie mich fragen, wo, dann sag ich es Ihnen. Am Himmel. Und zwar, und das sei hier in aller Eindeutigkeit gesagt, so wie meine Freunde und ich uns immer zu allen Problemen geäußert haben. Hell und klar. Und ich scheue mich auch nicht, hier an dieser Stelle ganz konkret zu behaupten, der Wald steht schwarz. Und lassen Sie mich in aller Bescheidenheit hinzufügen und schweigend. Und hier sind wir doch alle aufgerufen, gemeinsam die uns alle tief bewegende Frage an uns gemeinsam zu richten. Wie geht es denn weiter? Nun, ich habe den Mut und die tiefe Bereitschaft und die Entschlossenheit, hier in allem Freimut und aller Entschiedenheit zu bekennen, dass ich es weiß, nämlich und aus den Wiesen steiget. Das, was meine Reden immer ausgezeichnet hat, der weiße Nebel, wunderbar.